Dankeschön. Und wenn sonst noch jemand wirklich Lust hat, bei den nächsten Mahnwachen hier vorne dann auch einen Beitrag zu leisten, ist also herzlich dazu eingeladen. Mara wollte gerne, sie hatte beim, nee, letztes Mal nicht, vorletztes Mal was gemacht. Ich weiß, es ist schon zu dunkel. Geht noch? Okay. Da brauchen wir noch mal einmal einen Stuhl. Ja? Dann komm bitte nach vorne, Mara. Dein Mikro. Hallo. Hallo. Vielleicht habe ich eine Antwort auf den Beitrag, der eben stattgefunden hat. Die Geschichte heißt der Wahrheitsladen. Ein Mann durchstreifte die kleinen Gassen der Provinzstadt. Er hatte keine Eile und deshalb verweilte er einen Moment vor jedem Schaufenster, vor jedem Laden, auf jedem Platz. Als er um eine Ecke bog, befand er sich plötzlich vor einem bescheidenen Ladenlokal mit weißer Markise. Interessiert wandte er sich dem Schaufenster zu, näherte sich der Fensterscheibe, um durch das dunkle Glas zu blicken. Drinnen sah er nichts als einen Notenständer und darauf eine kleine handgeschriebene Karte, auf der stand Wahrheitsladen. Der Mann war überrascht. Er hielt es für einen Fantasienamen, konnte sich aber nicht vorstellen, was man dort verkaufte. Er betrat den Laden, ging auf das Fräulein zu, das sich hinter dem ersten Verkaufstisch befand und fragte, entschuldigen Sie, ist das der Wahrheitsladen? Ja, mein Herr, welche Art Wahrheit suchen Sie? Die halbe Wahrheit, die relative Wahrheit, die statistische Wahrheit oder die ganze Wahrheit? Hier wurde also mit der Wahrheit gehandelt. Er hätte sich nie träumen lassen, dass das möglich wäre, irgendwo hinzugehen und Wahrheit einzukaufen, war wunderbar. Die ganze Wahrheit, antwortete der Mann ohne Zögern. Ich bin all die Lügen und Falschheiten leid, dachte er. Ich habe die Verallgemeinerungen und Rechtfertigungen satt, die Täuschungen und den Betrug. Die reine Wahrheit, bekräftigte er. Sehr wohl, mein Herr. Wenn Sie mir bitte folgen wollen. Das Fräulein führte den Kunden in einen anderen Bereich, verwies ihn auf einen Verkäufer mit mürrischer Miene und sagte, dieser Herr wird Sie bedienen. Der Verkäufer trat auf ihn zu und wartete darauf, dass der Kunde seinen Wunsch äußerte. Ich möchte die ganze Wahrheit kaufen. Aha. Verzeihen Sie, mein Herr, aber kennen Sie den Preis? Nein, wie teuer ist sie? Fragte er gewohnheitsgemäß, obwohl er bereits wusste, dass er jedweden Preis für die ganze Wahrheit zahlen würde. Wenn Sie sie gleich mitnehmen, sagt der Verkäufer, ist der Preis, dass Sie nie wieder in Frieden leben werden. Ein Schauer lief dem Mann über den Rücken. Nie hätte er gedacht, dass der Preis so hoch sein könnte. Vielen Dank, entschuldigen Sie, stotterte er. Er machte kehrt und verließ das Geschäft mit gesenktem Blick. Er war ein bisschen traurig, als ihm bewusst wurde, dass er immer noch nicht bereit war für die absolute Wahrheit. Dass er immer noch ein paar Lügen brauchte, bei denen er sich erholen konnte. Ein paar Mythen und schönen Färbereien, in die er sich flüchten konnte. Ein paar Ausreden, um sich nicht mit sich selbst konfrontieren zu müssen. Vielleicht ein andermal, dachte er. Danke, Mara. Der Regen kann auch ein paar Minuten noch warten. Ja, wir machen ja hier bei jeder Mahnwache auch eine Schweigeminute. Und unsere Jasmin führt uns immer wunderschön durch diese Minute. Und da kommt sie auch schon angelaufen. Aus dem Hintergrund. Bitte schön, Jasmin. Einen schönen guten Abend, Braunschweig. Hallo ihr Lieben, schön euch hier zu sehen. Viele Menschen sehe ich hier gerade vor mir. Schön, dass ihr da seid. Und ich würde gerne wieder mit euch in die Schweigeminute gehen, euch dazu einladen, euer friedvolles Bild von eurem Frieden zu machen. Was gehört für euch zum Frieden dazu? Ist es die Natur? Wie sieht sie aus? Gibt es dort Blumen? Gibt es dort Tiere? Gibt es dort Menschen? Was für Menschen sind in eurem friedvollen Moment dabei? Und nehmt einfach wieder das Werkzeug, das euch dazu einfällt,
wie ich immer wieder sage, eure Leinwand, euren Pinsel, eure Farben, ein Fotoapparat, was auch immer, und bastelt, zeichnet, malt euer friedvolles Bild. Ihr seid herzlich eingeladen. Seid wieder willkommen im Hier und Jetzt. Und wenn ihr schaut, vom Himmel fallen ein paar sanfte Regentropfen. Und dieses Bild langsam wachsen zu lassen, finde ich eine bemerkenswerte Geschichte. Ich wünsche uns allen, euch ganz besonders, eine friedvolle und gesunde Woche. Und ich freue mich auf diejenigen von euch, die mich am kommenden Donnerstag und am kommenden Freitag in Hannover begleiten. Machen wir richtig was draus, zeigen wir uns und haben wir Spaß dort und lassen wir den anderen einfach mal ein bisschen Zeit, uns anzugucken und es uns nachzumachen. Kommt gut nach Hause, ihr Lieben. Tschüss. Dankeschön, Jasmin. Wenn noch mal als Gedankenschütze hier so eine rote Karte mitnehmen möchte für den 3. Oktober. Da steht auch ein bisschen was drauf. Dann nehmt euch hier einfach so eine Karte. Horst, kannst du vielleicht mal drüber durchgeben, wer eine haben möchte oder so. Ja, und wie gesagt, am 2. sind wir am Steintor in Hannover, am 3. sind wir dann vor dem HCC und würde mich super freuen, viele Braunschweiger dort auch dann auch zu sehen, die mit uns die rote Karte oder einen Schuh hochhalten und einfach auch den Regierenden zeigen, so nicht mehr. Die Weltpresse wird da sein, dass wir denen sagen, dass wir uns auch nicht mehr belügen lassen von denen, dass sie einfach die Wahrheit sagen sollen. Mehr verlangen wir gar nicht von denen. Seid mit dabei, steht auf und wer nicht kann, irgendwelche anderen Dinge mit unterstützen, die diese Woche noch laufen. Und ansonsten hoffe ich, alle wieder am Montag um 18 Uhr hier wieder zu sehen. Bringt viele Bekannte mit, damit wir wachsen. Und bis dahin auf jeden Fall, bis wir uns wiedersehen, egal ob Montag hier oder in Hannover, eine friedliche Woche. Kommt gut durch und alle Zeit einen ganz friedlichen Weg. Danke. Ich wollte mich noch mal ganz kurz bei euch bedanken. Was gelebte Gemeinschaft ist, haben wir gerade gesehen. Einer fängt an, um die Sachen in Sicherheit ins Trockene zu bringen. Und ich habe noch nie erlebt, dass so ein Stapel Kisten und Säcke so schnell unter einem Dach verschwunden sind. Dankeschön. Und wer für die Ukraine noch was dalassen möchte oder auch für die Mahnwachenkasse, wie gesagt, die eckige Dose ist für die Ukraine noch und die runde Dose ist hier für die Mahnwache. Und ab nächste Woche haben wir dann hier auch eine Beleuchtung. Auch solche Sachen müssen gekauft werden, finanziert werden.
Es wäre schön, wenn sich jeder mit einer ganzen Kleinigkeit einfach daran beteiligt. Danke.